Deutschland säuft ab und ich gehe heute fremd. Es reicht. Aufgrund der starken Regenfälle haben unsere heimischen Flüsse enormes Wasser bekommen. Absoluter Wahnsinn. Alle flachen Uferpassagen sind unter Wasser. Und der Wahnsinn in der Gesellschaft wächst jeden Tag. Die Angst, die Unwissenheit vor diesem scheiß Coronavirus. Es betrifft mittlerweile auch die Industrie, die Schulen und sogar die Angelbranche. Auch wir bleiben davon nicht verschont. Also man merkt ganz deutlich, was hier los ist. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und fremdgehen muss ich leider, weil mein Boot steht in Italien in Quarantäne. Ich komme momentan nicht dran. Lassen mich nicht rein ins Land. Fast mein ganzes Angelzeug, mein Boot, mein Schlauchboot. Alles liegt im Weltcamp am Po. Und da liegt's gut. Und hier in der Heimat habe ich jetzt nur eine Chance, dem ganzen Viruswahn zu entgehen, nämlich raus aufs Wasser. Dort wird man sich wahrscheinlich am wenigsten anstecken. Und werde heute deswegen mit meinem Kumpel Mike, da drüben steht er, winke mal, auf seinem Boot fremdgehen. Ich glaube, diese Art von Fremdgehen ist noch vertretbar. An Uferangeln ist nicht mehr zu denken, deswegen bereiten wir jetzt das Boot vor, gehen raus auf den Fluss, wir nehmen euch mit, schauen uns ein paar Plätze an und sind mal gespannt, ob wir hier am Rhein bei diesem krassen Wasserstand Chancen haben, ein Welsandsband zu kriegen. Wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Es wird definitiv kein einfaches Unterfangen. Hier steht alles im Wasser, unter Wasser. Wir haben einen Rheinpegelstand hier bei uns auf der Höhe von 5,50. Ihr könnt hier an jeder Hecke anbinden und was fangen oder auch nichts fangen. Wir wollen auf jeden Fall aus dem großen stehenden Wassergebiet, wo wir uns gerade befinden, wo wir geslippt haben, raus in Hauptreihen und uns kleinere Gebiete suchen, kleinere Überschwemmungsgebiete, wo die Wege für die Fische kürzer sind, weil hier ist es wirklich wie die Suche nach der Nadel in einem Heuhaufen. Also definitiv könnt ihr hier an jeder Hecke anbinden und einen dicken Fisch abholen oder in die Röhre gucken. Ja. Wir ballern mal raus, gucken uns ein paar unterschiedliche Plätze an und nehmen euch mit und zeigen euch mal, auf was man achten sollte bei einem Hochwasserangeln, bei so einem hohen Wasserstand hier an unseren Flüssen in der Heimat. Jetzt geht's raus auf den großen Strom, auf den Hauptfluss. Wir sind echt gespannt, was uns erwartet, ob wir ein interessantes Plätzchen finden werden. Aber wenn ihr euch mal umdreht, überall sind jetzt definitiv interessante Angelplätze für uns Welsangler.
Hier haben wir den ersten prädestinierten Platz. Einen schönen Einlauf vom Hauptstrom. Drüben am Ufer, das ist sonst trocken. Jetzt liegt es natürlich alles unter Wasser. Sträucher sind im Wasser, Totholz ist im Wasser und wir haben am Ufer drüben, an dem Uferstreifen entlang, eine ganz, ganz langsame Strömung, die gegen die Hauptströmung läuft. Das Wasser kommt hier von oben nach unten in den Altarm rein und da drüben läuft es in entgegengesetzter Richtung wieder raus. Also so Kehrströmungen sind immer interessante Bereiche. 2,5 Meter haben wir in dem Uferbereich. Das sieht schon mal wirklich interessant aus. Die Wassertemperatur vom Rhein liegt bei knapp über 8 Grad. Das ist natürlich nicht viel, aber ich denke, dass die Fische trotzdem fressen werden. Wir schauen uns mal weiter um. Momentan gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Wir stehen hier jetzt fast mit dem Boot am Ufer und haben immer noch eine Wassertiefe von knapp 3 Metern. Ja. Also das sind wirklich so Bereiche. Hier läuft das Wasser überall aufs Ufer drauf. Das sind so Bereiche, die jetzt definitiv interessant sind. Überall Gras und Hecken im Wasser, das lieben die Welse. Das kenne ich von Italien. Da knallt es dann richtig. Und hier seht ihr ja, was hier unter Wasser los ist. Da gehen auf jeden Fall die Futterfische rein, um zu fressen. Und da werden die Räuber nicht weit sein. Die liegen genau hinten dran und schnappen sich genau das, was hier aus dem Unterwasserdschungel rauskommt und in den Fluss zurückkehrt. Das ist ja der Wahnsinn hier. Direkt an der Kante zum Hauptstrom, wo sonst überhaupt kein Wasser ist, gibt es kleine Durchgänge vom Hauptrhein hier in den Wald, ins Hinterland. Langsame Strömung trifft auf schnelles, vorbeischießendes Hochwasser. Das sind doch prädestinierte Plätze hier zum Welsangeln. Schaut euch das mal an. Direkt an der Packung, direkt am Hauptstrom. Ein Riesenrevier, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Hier in dem Bereich, wo wir uns befinden, läuft sonst so ein alter, toter Graben, aber hat hier oben keine Verbindung mit dem Rhein. Und überall vom Hauptrhein schießt hier das Wasser über die Packung drüber. Tausende von Hecken im Wasser, strömungsberuhigte Bereiche. Also absoluter Wahnsinn, ja. Geil, geiles Revier.
Hier, wo wir uns jetzt befinden, ist normalerweise nur ein kleiner, stehender, stinkender Ententümpel. Hier draußen läuft ein Uferweg am Rhein entlang, der ist komplett unter Wasser. Der Eingang ist 1,30 Meter und hier drin haben wir jetzt eine Wassertiefe von 2,30 Meter. Auch ein interessanter Platz, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob große Fische jetzt über diesen schmalen Eingang auch noch innen reinkommen. Draußen zu angeln, draußen sind ein Haufen versunkene Buhnenfelder, bestimmt nicht verkehrt. Allerdings glaube ich, jetzt in der harten Strömung bei den kalten Wassertemperaturen sollten wir doch die Fische relativ nah an den Hecken suchen. Hier vorne seht ihr den Ausgang. Jetzt ist guter Rat teuer, aber ich glaube, wir haben uns schon für was entschieden. Wir werden jetzt noch ein bisschen rumdiskutieren hier, wie das so unter Anglern ist, aber es ist auf jeden Fall spannend. Wir haben eine Nacht und sind doch guter Dinge. Das Echolot piepst hier uns manchmal in den Ton, meldet den Flachwasseralarm, aber es ist schon Wahnsinn, wenn ihr euch das hier anschaut, ne? Hier laufen sonst die Leute mit ihren Hunden lang spazieren da draußen am Rheinufer entlang. Und jetzt können wir mit dem Boot hier überall ins Hinterland fahren. Mal schauen, wo wir hängen bleiben. Wir diskutieren jetzt noch ein bisschen das aus. Wir fahren noch mal ein Stück Fluss ab. Die Entscheidung ist, glaube ich, gefallen. Und jetzt kommt sogar, ihr seht, die Sonne raus. Also da sollten doch die Kaltwasserwälse hier im Rhein an bestimmten Plätzen vielleicht ein bisschen Aktivität zeigen. Wir sehen uns gleich wieder und stellen euch dann den Platz vor, den wir beide ausdiskutiert haben. Auf geht's! And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. Wir sind angekommen bei schönstem Sonnenschein an dem Platz, für den wir uns beide entschieden haben. Oben ein flacher Bereich, wo das Wasser über die Packung hier ins Altwasser strömt. Nach unten hin ein langer, tiefer Bereich, also definitiv ein Bereich, wo immer Fische sind, auch wenn kein Hochwasser ist. Und das werden wir jetzt probieren. Wir verzuren jetzt das Boot hier am Ufer, weil Uferplätze gibt es nicht mehr viele. Wir werden auf dem Boot pennen auch heute Nacht. Bis Mitternacht dürfen wir auf Wels angeln, aber das sollte doch reichen, dieses Zeitfenster, um hier einen Fisch abzuholen. Jetzt hier drüben in den Hecken wird es wieder schattig, aber jetzt gilt es erstmal hier irgendwie das Boot in dem Pflanzendickicht hier zu verzuren. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun high. Das Boot hängt sicher verankert im Uferbereich und die Mutti macht Brote, damit der Stefan nicht vom Fleisch fällt. Und während der Michael schmiert, hau ich mir jetzt schon mal die Nachspeise eigentlich rein. Von Y-Food gibt es jetzt mega leckere Powerriegel. Weiße Schokolade außenrum. Absolut lecker. Michael, willst du auch rein? Normalerweise langt das zum Frühstücken, aber wenn der Michael schon so leckere Brote da uns geschmiert hat, werden wir die auch noch probieren. Aber jetzt erstmal ein Powerriegel. Geil. Und dann geht's ans Montagen auslegen. Ich baue
baue mir ein Kombi-Vorfach zusammen, was ich sowohl für Tauwurm einsetzen kann und auch für ein Deadbait-System. Ich habe mir jetzt hier den 2.0er Blackhead Drilling auf ein 100 Kilo Vorfach gebunden, oben mit einer Schlaufe dran. Das Ganze wird jetzt einfach hier an dem Blackhead Mega Hook in der Größe 8.0 eingeschlauft. Ich ziehe mir jetzt noch ca. 1,50 Meter von dem 1,2er Monovorfach runter. Dieses Vorfach soll später genau dicht an den Hecken, an den Bäumen präsentiert werden. Ich gehe jetzt hier mit dem Monoende durch das Öhr durch. Das Tolle an diesen Mega-Hooks ist, die haben ein komplett verschweißtes Öhr und auch ein sehr großes Öhr, dass wir nach dem Binden doppelt mit der dicken Mono durchkommen. Das Mono wird einfach über die geflochtene Schlaufe am Hakenöhr drüber gelegt. Abgeschlossen. Ihr habt dann einen weichen Bereich unten zum Drilling und oben einen steifen Bereich zum Einzelhaken, in dem Fall zum Führungshaken. Je nachdem, ob ihr jetzt einen Köderfisch einsetzt, kann das Vorfach in der kompletten Länge verwendet werden. Wenn ihr ein Tauwurmbündel einsetzt, wickelt ihr einfach um den Einzelhaken drumherum. Bestückt beide Haken mit ausreichend Würmern, das zeige ich euch gleich, und könnt dann so die Hakenlänge zwischen den beiden Haken, zwischen dem Drilling und dem Einzelhaken verändern, variabel einsetzen. Jetzt nehme ich mir ein kleines Stück Schlauch, um den Knoten, um die Verbindung zu sichern. Und schiebe das hier über meine Verbindung drüber. Vorher mache ich das Ganze ein bisschen feucht, damit es gut rutscht. Und dann kleidet es hier super drüber und schützt die Verbindung perfekt. Jetzt kommt noch ein Frontzone-Blei zum Einsatz. Hierfür schneide ich mir wieder ein kleines Stück Gummi runter. Überschlagt es auf meiner Mono. Als Stopper für das Blei, das kennt ihr aus zahlreichen anderen Videos. Schiebt es an die gewünschte Position, knapp über den Einzelhaken. Wir werden zwei Bleie heute testen, einmal das Glow in the Dark und einmal das normale Schwarze, ob es irgendeinen Unterschied hier am Rhein macht. Noch von oben drüber ein Gummistopper. Und dann ist unsere erste Montage für die Hecken ganz da oben schon einsatzbereit. Jetzt montiere ich mir noch Schlagschnur auf meine Rute drauf. Als Hauptschnur habe ich die S-Line in der Stärke 0,45 mm. Aber hier am Rhein und vor allen Dingen aktuell bei den ganzen Hecken und Unterwasserhindernissen ist mir eine Schlagschnur wichtig. Achte darauf, dass die beiden Knoten schön gegeneinander laufen, die Windungen schön nebeneinander gelegt sind. Dann kommt ein kleiner Abschlussknoten ans Ende, damit er auf jeden Fall nicht aufrutschen kann, der Knoten. Und dann werden drei Rutenlängen, in dem Fall also die Rute hat eine Länge von 2,90 Meter, circa 9 Meter Schlagschnur auf die Rolle aufgespult. Wenn ihr euch wundert, was ich hier gerade für Rutenplanks im Einsatz habe, das sind die Muster der Solid Bank Routen. Es gibt ja von uns die Solid Fun Route, dieser krasse Stock zum Aktivangeln, den man wirklich im Kreis biegen kann, ohne dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und aus genau diesem Material habe ich euch auch beim China-Video gezeigt, habe ich jetzt auch Spinnrouten und Uferrouten gemacht. Und die ersten Muster sind zum Glück zu uns rübergekommen.
Und die werden jetzt hier auf Herz und Nieren getestet. Oben auf meine Schlagschnur kommt so ein Reißleinkonnektor drauf. Und jetzt ein kleiner Schwimmer. Und hier wird jetzt schon mein Vorfach mit dem Frontzonenblei fixiert und die erste Rute ist einsatzbereit. Um den Schwimmer in der richtigen Tiefe einzustellen, stecken wir da ein Knicklicht rein. Haben wir ja genug in unserer Cat-Lite-Box hier am Start. Jetzt legen wir die Rute mal beiseite und bauen uns noch ein U-Posen-Vorfach zusammen. Und dann schauen wir mal rüber, was sich der Mike für Sachen zusammengebaut hat. Ich glaube, der ist so ordentlich und vorbereitet. Der hat seine Vorfächer immer schon vorm Angeln schön bestimmt in einer Vorfachtasche, alle fertig und griffbereit. Ich muss immer dann am Wasser alles erst zusammenwursteln. Vorher ist alles nur Chaos. Unsere Routen sind vorbereitet. Ich habe einmal die Tree U-Pose in 10 Gramm montiert, unten mit einer Haarmontage. Die werde ich jetzt mit einem saftigen Tauwurmbündel bestücken. Und hier habe ich das Frontzonenblei mit einem Kombi-Vorfach, Einzelhaken und Drilling. Und da kommt mein geiler Testköderfisch drauf. Bin mal gespannt, ob ihr erratet, was da für ein Köder zum Einsatz kommt. Postet es doch mal jetzt in die Kommentare vom Video, was ihr denkt, was da zum Einsatz kommt. Derjenige, der es als erster errät, der ganz oben steht mit der richtigen Deadbait-Art, die ich hier drauf montieren werde, der kriegt von mir eine geile Plakettmütze direkt nach Hause geschickt. So, und jetzt sind wir mal gespannt, was der Mike auf seinen Montagen montiert hat. Gehen wir mal rüber, gucken wir es uns mal an. Ich habe auch ein Frontzonenblei in 60 Gramm gewählt für die etwas härtere Strömung und auch ein Kombi-Vorfach. Meine zweite Route habe ich mit einer EVA 15 Gramm Lieblings-U-Pose von mir gewählt und mit einer Haarmontage. Während Michael jetzt unsere Steine für die U-Posensysteme vorbereitet, garniere ich jetzt schon mal die ersten Routen mit einem leckeren und saftigen Tauwurmbündel. Lecker Würmgen. So, mein Kombi-Vorfach wickel ich jetzt aufeinander, dass der Abstand geringer wird, aber ich trotzdem noch ein schönes pulsierendes Bündel erzeugen kann. Wichtig finde ich, dass der Abstand zwischen den beiden Haken so lang gewählt wird, dass wenn hier oben ein Wurm aufgespießt wird, die Wurmenden an den unteren Haken, wo das nächste Wurmbündel hängt, herabreichen. Also dass das Bündel wirklich in sich geschlossen ist und richtig schön im Wasser Action machen kann. Boing, wenn das der Michael sieht. Ich habe eben die Wurmdose in sein Boot umgeleert. Ach, was ein Chaos. Michael hat es nicht mitgekriegt. Na klar, hat es mitgekriegt. So, erst wird der obere Haken schön mit Würmern bestückt. Den Einzelhaken könnt ihr ruhig 5, 6 schöne fette Tauwürmer draufhängen. Vor allen Dingen jetzt bei dem relativ hohen Wasserstand habe ich sehr gute Erfahrungen mit so Tauwurmbündeln am Rhein gemacht, weil die Welse ja auch ausreichend Würmer finden, wenn sie hier in dem überschwemmten Ufer umherziehen. Fressen natürlich auch Fische, klar, aber natürlich sammeln die auch einen Haufen Insekten, Würmer, alles was da freigespült wird im Grasland ein.
ist ja eine willkommene Beute, ne? Das sieht doch lecker aus. Mit der Route werden wir auch gleich beginnen. Die fahren wir jetzt gleich mal da hoch in den Einlaufbereich und dann staffeln wir nach unten. Nach unten werden wir zwei U-Posen ziehen und hier nach oben zwei Montagen mit einem Frontzone-Blei setzen. Und dann hoffe ich doch, drückt uns die Daumen, dass ich ein Reinwälz bei den doch noch kalten Temperaturen jetzt hier unter den Hecken aufhält, Nahrung sucht und auf unsere Köder stößt. Mit einem kleinen Boot auf dem großen Fluss. Michael hangelt sich vor in die Bäume und hält uns jetzt mal hier fest in der Strömung. Wir haben hier eine Wassertiefe von 2 Metern. Genau hier, wo das Wasser durch die Bäume durchbricht. Und dieser Bereich hier, hinter den Bäumen wird das Wasser gebrochen vom Rhein, werden wir nehmen als Platz für unsere erste Montage. Ich möchte das Taubenbündel direkt hier hinter diesen Hecken präsentieren. Hier ist die Strömung schön gebrochen im Rhein. Jetzt gilt es halt, den richtigen Abstand zu finden. Lassen wir uns langsam raustreiben. Ihr seht schon, hier hinten knallt die Strömung richtig durch und hier auf dem Schlauchboot sind wir ganz langsam in Bewegung. Und so muss es sein. So, der Abstand passt mir schon. Beim Anbinden müsst ihr daran denken, dass ihr immer die Höhe, in der ihr am Baum angebunden habt, zur Tiefeneinstellung der Montage hinzurechnet. Ich lasse jetzt erstmal meine Montage hier ins Wasser. Das sieht schon gut aus, wenn ich richtig durchspanne vom Boot. Ein kleines Stück kann ich den Schwimmer noch hochschieben. Schlupp ums Knicklicht. Und schon geht es zurück zum Ufer. Ich muss hier noch etwas üben mit dem Motor hier von Michael. Den kleinen Knatterer muss man nämlich umdrehen, wenn man rückwärts fahren will. Ich zeige euch das gerade mal. Achtung! Jetzt geht es rückwärts und jetzt geht es wieder vorwärts. Ja. Hab mich da eben auch etwas blöd angestellt, aber Michael sagt, alles nur Übungssache. Stefan, komm und Action! Die erste Route sitzt. Jetzt haben wir noch 3 vor uns und die Zeit ist schon gut vorangeschritten. Wir haben jetzt 17 Uhr, 18.30 Uhr schätze ich, wird es dunkel und dann soll auch Ruhe auf dem Wasser sein. Geben wir mal Gas. Drei Routen sind scharf und ich hoffe, ihr habt alle gut in die Kommentare vom Video eure Schätzung abgegeben. Denn jetzt kommt die Auflösung. Simsalabim. Ihr kennt den Köder vom Hechtangeln. Eine schöne Makrele aus dem Salzwasser. Also dieser Köder riecht auf jeden Fall unheimlich. Ist auch unten komplett geschlossen. Die Gedärme sind drin. Und eignet sich hervorragend für unser Deadbait-System. Ich bereite ihn jetzt mal schnell vor. Ihr kennt das ja schon. Am Ende des Köders wird hier ein kleiner Schnitt reingemacht. Jetzt gehe ich mit dem Deadbait Puncher hinten in die Makrele rein und hole vorsichtig das Rückenfilet raus.
Die Haut von der Makrele ist nicht so zäh wie die von einer Forelle oder von einem Karpfen, aber das Fleisch innen ist schön weich und wenn ihr hier vorsichtig durchdreht, geht das genauso gut wie bei den Forellen. Da kommt es raus, das gute Stück. Habt bitte ein Nachsehen mit mir, ich habe keine Korksticks mehr, die sind alle restlos ausverkauft. Deswegen kommt jetzt hier dieser Fliesenleger-Foam wieder zum Einsatz. Der wird jetzt gerade in meinen Puncher vorne reingeschoben, ungefähr auf die Länge gebracht, wie ich vorhin das Rückenfilet rausgenommen habe. Führe den jetzt hier hinten in die Makrele wieder ein, bis zu dem Punkt, wo ich das Rückenfilet rausgezogen habe und schiebe jetzt langsam den Foam in den Köder. Während ich den Puncher langsam rausziehe, ist komplett verschwunden. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche Spiel. Wieder ein kleiner Schnitt im Rücken. Mit dem Puncher reingehen. Passt bei den Makrelen ein bisschen auf, weil wie gesagt, die Haut ist etwas weicher als von den Forellen. Schön bis oben hindurch drehen. Immer wieder drehen, 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 dann schneidet ihr das Rückenfilet raus. Jetzt rausziehen. Ihr seht richtig hier die Mulde in der Makrele, die entstanden ist. Das ganze Rückenfilet ist hier drin. Vielleicht will der Michael das ja heute Abend essen. Hier kommt's. Zack. Und Foam auf die Länge anpassen. Wieder rein in euren Puncher. Puncher wieder im Fisch hinten einführen, bis oben hin schieben. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Jetzt testen wir das Ganze mal hier vorne im Wasser, ob sie schön aufrecht steht. So, ich nehme jetzt erstmal die Makrele und setze sie hier am Boot ins Wasser. Jetzt wäre sie fast abgehauen. Aber ihr seht, steht schön aufrecht in der Strömung. Jetzt kann ich sie beködern. Jetzt kommt die Rute mit dem schwarzen Frontzonblei zum Einsatz. Immer gut, solche Experimente hier mit so stinkigen Meeresfischen auf einem Boot zu machen, was einem selber nicht gehört. Der Einzelhaken kommt jetzt durchs Maul und zwar von oben nach unten. Geht hier auch mittig bei der Makrele durch, da doch die Meeresfische weicher sind als die Süßwasserfische. Und den Drilling setze ich jetzt hier oben schön unter der Rückenflanke durch, dass er schön aggressiv im Fisch steht, das Vorfach immer noch schlaff ist, aber unter Zug eine leichte Spannung erfährt. Und jetzt kommt das gute Stück hier, stinkt auf jeden Fall bestialisch, unter die Hecken. Bis auf die U-Pose, bis auf die U-Pose. Fisch ist drauf. Ist ja unglaublich. Wollten gerade die Makrele rüberfahren. Schon ging die U-Pose im Tauwurmbündel krumm. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Alter, aber sieht gut aus, der Fisch. Hat gut Dampf, der Fisch.
im Hellen noch, kurz vor der Dunkelheit, kommt der Einschlag. Ich hoffe, ich kann ihn vom Holz da vorne fernhalten. Aber bis jetzt schwimmt er anständig. Vorfach kommt. Jetzt kommt er langsam hoch. Da ist er. Ganz knapp gehakt vorne. Der Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, hängt echt knapp, hängt echt ganz knapp, Jungs. Aber hängt gut. Oh, ich hab'n. Jungs, guckt euch die Rheinkarachel an. Und schon wieder sind die Klamotten schleimig. Alter. Wahnsinn. Guckt euch diesen Fisch an. 8 Grad Wassertemperatur. Ich bin mega happy. Geiles Teil. Geiler Bolle. Alter Vater, Jungs, ich bin mega, mega happy. Meine Hände sehen aus wie durch einen Fleischwolf gedreht. Wir haben eben am Ufer drüber gemessen. 2,16 Meter, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Richtig geile Röhre, geiler Drill, hat alles gepasst. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde definitiv... Wo ist denn unser Frontzonenvorfach? Die Makrele kommt jetzt hier runter und die werde ich auf die U-Pose hängen, weil die ging eben krumm. Und dann tun wir lieber jetzt mixen. Ich werfe die mal wieder in den Eimer rein, bevor der Michael hier voll ausrastet, weil sein ganzer Teppich hier vom Boot riecht schon etwas nach Meeresfisch. Aber manche Leute gehen ja auch gerne in die Nordsee was essen. Ne? Also was soll man da sagen? Da drüben sitzt er. Lach doch mal. Ich lache. Makrele. Makrele ist doch lecker. Wir sind mega happy und werden jetzt die Makrele auf die Tree-U-Pose setzen, weil unser Tauwurm-Vorrat leider zu Neige ist. Der sparsame Stefan hat wieder nur 2 Päckchen, a 24 Stück geholt. Und die sind mit den anderen 3 Ruten leider platt. Platt will ich nicht sagen. Die Ruten hängen ja draußen, die sind ja scharf. Aber... die Top Water mit der Makrele sparen wir uns jetzt. Setze ich die U-Pose lieber nochmal darunter in Altarm. Die Ruten haben wir in der Strömung nach unten gesetzt, in das tiefer werdende Wasser und hängen da unsere Deadbait-Makrele drauf. Wenn sie tiefer fressen, die Jungs, dann sollen sie auch tiefer ihre Köder bekommen. Die hat schon mal Big One gebracht und die geht jetzt wieder raus. Fisch, Fisch! Das ist wirklich der Wahnsinn hier in dem Pflanzendschungel. Die zweite Aktion jetzt. Vorhin hat man, behaupte ich, noch einen Fehlbiss. Aber jetzt ist Michael im Drill. Wieder die Tannenbaum-U-Pose. Und diesmal hat es die Makrele weggesnackt. Oh, Stefan, das ist ein guter.
A big fish! Der macht mit uns was will. Vor allen Dingen mit unserem kleinen Bailey-Boot hier. Das ist echt der Wahnsinn. Wie lang ist dein Boot, Michael? 2,30. 2,30. Schon mal 200 Kilo drin im Boot gerade mit uns beiden. Und ein richtiges Ding im Start. Ein Brett. Ein Brett, ja. Also, U-Pose definitiv besser als Topwater, obwohl das Rheinwasser so hoch ist. Gut, dass wir ein bisschen geswitcht haben. Aber guckt euch mal an, was hier los ist. Ist Stefan? Die Basta ist richtig krumm. Richtig krumm. Ich glaube, wir werden einen Traum erleben. Puh. Jungs, ich habe schon viele Fische erlebt im Drill. Der erste Fisch war 2016, aber hier ist definitiv jetzt eine richtige Rheinkarachel am Start. Und das Verrückte ist, alles auf die gleiche Route. Ist wieder die rote Tannenbaum-U-Pose und diesmal mit der Makrele. Der erste Hub war auf Tauwurm. Es ist diese Kante einfach hier in dem Altarm. Jetzt kommt er langsam. Der kommt noch nicht. Boah. Alter Vater. Richtiger Bolle. Unser Problem ist bloß, wir treiben gerade auf den Yachthafen zu. Überall Drahtseile im Wasser, überall Probleme unter Wasser. Wir müssen den Fisch jetzt direkt irgendwie greifen. Kriegen den doch. Könnt nur oben Hass kriegen, Mann. Bis zum Ding, jetzt halten wir oben. Aber schönes Ding. Wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil sonst hier vorne seht ihr das kommen, steht an Wagen. Jetzt muss es schnell gehen und es ist ein Riesenfisch. Treibt mal langsam auf die Steganlage zu. Hältst du uns weg von der Steganlage? Michael. Jetzt hängen wir an der Steganlage. Fisch geht hier an der Seite vorbei. Ich muss ihn jetzt greifen, sonst ist er weg. Die Strömung drückt uns drunter durch. Alter Vater, was ein Wahnsinn hier bei dem Hochwasser am Rhein. Jetzt ist komplette Spannung auf dem Monovorfach. Hochholen. Treiben uns jetzt dran vorbei. Wenn er da reingeht, ist er weg. Michael! Michael! Der nächste 2 Plus. Der nächste 2 Plus aus Deutschland. Guck mal, Jungs. Riesenwels. Und hier an der Steganlage. Kurz vorher gegriffen, das Ding. Michael, Wahnsinnsding. Absoluter Wahnsinn. Hol mir den Schwanz rein. Voller Arm! Iha! Yeah! Alter Vater, ich glaub's kaum. Das ist wirklich unglaublich, was wir gerade erleben können. Michael, zeig mal den Schwanz da hinten. Und der Fisch wandert hier durchs Boot.
Das kann definitiv kein Zufall sein. Der erste Hub auf Tauwurmbündel an der Haarmontage, der zweite Hub jetzt auf die Makrele. Oh, jetzt müssen wir langsam Gas geben, weil sonst krachen wir hier mit unserer kleinen Yacht in die großen Yachten. Absoluter Fisch. Jetzt fahren wir mal erst kurz zurück ans Ufer, messen mal die Röhre. Wahnsinn. Das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn hier in Deutschland. Der nächste Big Fish. Wir messen jetzt mal im Schlauchboot drüber, so gut wie es geht. Das Ding liegt da drin. Dann zeigt man euch noch mal kurz hier im Schlauchboot, aber definitiv ein guter 2+. Aber hier geht es überhaupt nicht um Zentimeter, hier geht es einfach um diese krassen Fische hier in unserer Heimat. Also ich würde mal behaupten, 2,29 liegt der Fisch hier am Spiegel an und das messen wir jetzt auch ab. Natürlich liegt er gekrümmt im Schlauchboot, vielleicht hat er auch 2,33 oder 2,35, aber das ist jetzt mal komplett wurscht. Absolute Rakete. Wir bleiben jetzt mal bei 2,29. Heckspiegel vom Schlauchboot stehen. Und das Verrückte ist, auf die Tree-U-Pose. So, eine Makrele habe ich zum Glück noch. Die ballern wir jetzt noch raus. Und dann wird es eng. Dann müssen wir definitiv an den anderen Routen, die noch draußen sind, mit den Tauwürmern, die Köder runter machen. Weil wenn die U-Pose definitiv besser fängt, also die tiefe Köderpräsentation, als oben die Routen im Eingang vom Überschwemmungsgebiet, dann holen wir da auf jeden Fall die Köder weg. Also es gilt. 2-0. Petri Lange. Petri, großer. Wahnsinn. Und schaut mal, wie fett der ist. Schaut euch diesen Büffel an hier. Absoluter Wahnsinn. Besser können wir euch hier leider nicht präsentieren. Absoluter Koffer. Petri. So, die Rute muss wieder raus. Weiter geht's. Der ist nicht so riesig. Den kriegt man vom Ufer rein. Dritte Aktion, unglaublich, Junge. Schaut euch das mal an. Die komplette Makrele ist sich reingezogen. Klein, aber unserer. Der dritte Fisch dieser verrückten Rheinnacht. Wahnsinn. Jetzt gehen uns definitiv langsam die Köder aus, aber wir haben auch 23:30. Ich denke, man muss auch mal zufrieden sein. Wir holen jetzt die anderen Routen rein. Jetzt mit 3 Fischen, 2 Bomben und einem Mini-Wels war es doch ein absolut geiler Abend hier am Rhein. Wir sehen uns morgen früh wieder. Jetzt wird es langsam mal Zeit, noch einen kleinen Snack zu uns zu nehmen. Andere würden jetzt anfangen, den Grill anzuschüren oder irgendwelches Fleisch noch halbherzig in die Bratpfanne zu schmeißen. Ich baller mir jetzt hier noch ein Apfelzimt rein, mega lecker. Und dann geht's ab in den Schlafsack, das haben wir uns auch verdient. Jetzt holen wir erst noch die anderen Ruten rein. 2 sind noch scharf, der Rest ist geräumt. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Gutes Nächtle. Moin, moin, da liegt man hier wie so ein altes Liebespaar.
Wahnsinnsfischerei, die Klamotten voller Schleim. 23:30 haben wir gestern aufgehört zu angeln, hätten eigentlich sogar noch eine halbe Stunde gedurft, aber wir hatten das kleine Köderproblem. Und das ist ja das Beste, was im Wallerangler passieren kann, wenn er plötzlich keine Köder mehr hat und die Ruten nacheinander krumm gehen. Der Plan ging perfekt auf, zwei richtige Bollermänner, ein kleiner noch zum Abschluss, absoluter Wahnsinn. Alle Köder sind weg, zwei Makrelen gefressen, zwei Dosen Würmer weg. An Mike seiner Rute, an der EVA-Pose, hängen noch ein paar Fetzen, da kam kein Biss drauf. Und auffallend war wirklich, was mich auch ein bisschen verwundert, dass nur die U-Posen jetzt in dem Moment übertrieben, die eine U-Pose, die eine Rute gelaufen ist. Aber das ist öfter so beim Welsangeln, ne? Dass man dann durch Zufall einen Platz findet, wo es richtig kracht. Und da zählt es natürlich, dass man die Rute immer wieder nachsetzt. Auf die Ruten mit dem Frontzonblei in den Hecken oder nah an den Hecken, wo eigentlich jetzt die Welse mit Sicherheit auch fressen, keine einzige Aktion. Auf die tiefere Köderpräsentation, die U-Pose an der ansteigenden Kante im Altarm, drei Aktionen. Wir werden jetzt mal hier das ganze Chaos aufräumen, das Boot aufräumen. Die Rute von Michael mit der EVA-U-Pose, die fahre ich jetzt nochmal schnell raus. Dann machen wir hier alles picobello und dann geht's heim zur Mutti. Happa happa und auf die Couch ein bisschen Schlaf nachholen. Oder was meinst du? Ja, und die Wunden lecken. Ja, das ist echt krass. Ist echt krass, was da ablief. So, ich pell mich jetzt mal raus hier aus dem Schlafsack. Setz unsere letzte verbleibende Rute mit den letzten Wurmzüpfeln. Da seht ihr sie. Nochmal ins Wasser. Und dann geht's auf die Couch. Die haben uns definitiv verdient. Michael sieht schon ein bisschen müde aus. Wie so ein Eisbär. Wir beide wie Eisbären hier. Wie so ein Weihnachtsmann. Alles grau nach dieser einen Nacht. Viel ist es nimmer. Aber wer weiß, für was es gut ist. Guckt uns mal an. Wir sehen aus wie die Schweine. Mit meinem kleinen Bellyboot und mit meinem Quirl geht es wieder auf große Fahrt. Ich zeige euch mal, wie geil das ist, ja? Der kleine Knatterzwerg. So geht er an, fährt er sofort nach vorne los. Rückwärtsgang gibt es nicht. Wisst ihr, was ihr machen müsst? Motor rum und Vollgas. Und dann nochmal vorwärts und rückwärts und vorwärts und ab geht's. Ring, ring. Geiles Teil. So, und jetzt räumen wir mal hier das Chaos auf. Fisch, 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 Fisch. Im Morgengrauen geht's weiter. Und jetzt hat auch die EVA-U-Pose noch ihren Abnehmer gefunden. Wahnsinn, also definitiv Zeit der U-Pose. Guck mal, wie knapp der hängt. Der hängt ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Kann das sein, dass der jetzt schlitzt? Ganz, ganz knapp hängt er. Vorsichtig, dann kriegt man vielleicht. Ganz, ganz knapp. Schaut mal, vielleicht ist er gleich ab. Ganz, ganz knapp gehakt. Vorsichtig.
Vielleicht haben wir Glück. Ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp hängt der Kerl. Ah, jetzt hat er verloren. Gramm EVA. Und der vierte Fisch. Es war definitiv die richtige Entscheidung, unser letztes Wurmbündel auf Mikes EVA-U-Pose heute früh noch mal schnell rauszubringen. Und falls bei uns jetzt auch die Supermärkte schließen sollten, wir haben nichts zu befürchten. Unsere Kühltruhen sind richtig gut gefüllt. Geiler Fisch. Das ist ja wirklich klasse, oder? Dank der Hilfe von dieser netten Dame, die uns hier mit dem Megafon eingewiesen hat in unsere Parklücke, sind wir auch wieder gesund und munter an unserem Ausgangsort, wo wir gestern gestartet sind, zurückgekehrt. Bis auf ein paar Schramm an Händen war es wirklich eine mega geile Welsfischerei. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt wird noch einiges hier aus Deutschland kommen, denn am Wasser steckt man sich wahrscheinlich am wenigsten an. Bis zum nächsten Video. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.